So, willkommen zurück zu Gothic 2, dem Spiel mit dem Kloster des ewigen Feuers, bla bla bla. Wir sind wieder hier. Ich habe mal kurz den Weg hierhin mal eben offscreen gemacht, während ich mich beschäftigt habe, hier mit Leuten zu reden. So, Palan wird wahrscheinlich meine Magiestufe auch nicht erhöhen wollen. Lehre mich den dritten Kreis der Magie. Es ist noch nicht an der Zeit für dich, den dritten Kreis zu lernen. Immerhin stellt er keine Fragen, warum ich überhaupt den dritten Kreis der Magie habe. Weil den zweiten habe ich bei ihm nicht gemacht. So, mein lieber Herr Gorax. Der hat bestimmt... Ich brauche ein paar Dinge. Er hat nicht meine Scheiße. Wer hat die denn dann? An wem habe ich die verkauft? Kaufe ich jetzt nochmal die billigen Heiltränke? Die billigen Mana-Tränke? Obwohl, die billigen Mana-Tränke bringen die echt weit, ne? Ach komm, ich kaufe das alles. Was soll der Geiz? Kalkurines darf er behalten. Schlüssel vor des Innos. Ja, die kann ich bei ihm kaufen. Ach, ich ihm verkauft. Was ist denn mit den Novizen? Wer hat denn meine dumme Novizen? Oh, warte mal, starb der Feuermagier. Oh. Warte, es gibt hier einen Zauberstab. Benötigtes Mana 25. Warte mal, ich muss das mal kurz ausprobieren. Das war doch nicht mal. Abbruch? Ja, ich habe vorher gar nicht gesehen, die Sachen, die da. Ich habe jetzt aktuell den Stab der Wassermagie. Der macht 65 Schaden und braucht 35 Stärke im Zweihandschaden. Ich brauche. Und er hat den Stab der Feuermagier. Der macht 5 Schaden weniger, braucht aber 30 Stärke. Und macht noch ein Zweihand-Bonustalent. Das Ding hier ist ein Zauberstab, macht 55 Schaden. Er braucht 25 Mana-Bonus. Ja, er macht mehr Mana, ne? Warte mal, das. Ich mach mal kurz Quicksave, mal gucken, was das Ding kann. Ich brauche ein. Ist das eine Fernkampfwaffe in dem Sinne? Ne, ist es nicht. Das sieht sehr aus, als wäre es eine. Das liegt doch auf der Hand. Sieht zwar sehr magisch aus, aber ich kann nicht zaubern, wie es aussieht. Ich handle stets in Innos Namen. Scheint mir nicht gut zu sein, oder? Mein Gott, ein Kampf. Na, warte! Nicht schlecht. Leg dich nie wieder mit mir an. Bin ich tot? Er bewegt sich noch so, als wäre ich nicht tot. Wer erzählt denn sowas? Kann ich wieder aufstehen? Ich bin ganz deiner Meinung. Ich glaube, ich bin tot. Na gut. Ja, das ist ja. Okay, der Zauberstab ist also Quatsch. Wenn wir den ein bisschen früher gesehen hätten, wäre vielleicht gut gewesen. Die Frage, die sich mir immer noch stellt, wer hat meine Rüstung? Die Novizentrum brauche ich nicht weiter ausräumen, das habe ich schon gemacht, schon mehrfach. Weil irgendjemand hat die Rüstung. Also beide Rüstungen wahrscheinlich, die ich immer mal hatte. Ich hätte ja wohl nicht einfach meiner Lagertruhe verstaut haben. In mein Lagerregal. Nee, hey, du! So, kann ich bei dir lernen? Kann ich bei dir? Ich werde dich in. Ich sehe, der Heilung kostet 500. Ja, warte mal, brau mir. Ertrank der Geschwindigkeit, macht er das? Braue mir einen Trank der Geschwindigkeit. In Ordnung, hast du die? Ja, hier. Gut, ich werde dir jetzt. Daran wird sich nie etwas ändern. Braue mir einen Trank. In Ordnung, dir fehlen die. Da habe ich keine Zutaten, dann verdammt. Extrakt der Heilung? Braue mir einen Extrakt. In Ordnung, hast du. Dir fehlen die. Vor allem, gut, dass mir das Spiel nicht sagt, was mir fehlt. Kauft mir auch nichts. Also mir fehlt Fake-Knöterig, das weiß ich ganz genau. Warum brauche ich für Braun jed wieder Tränke immer Fake-Knöterig? Und der ist halt so unendlich teuer. Das ist echt unsinnig. Das habe ich auch, wie ich das ausgedacht hat. Ich hätte das anders gemacht. Gibt's denn da vor Ort, kann man hier nicht noch was zu holen? Letztes Mal habe ich hier ja alles ausgeräumt. Ja. Warte mal, was war hier noch? Wein? Den habe ich letztes Mal irgendwie übersehen. Ich glaube, Wein enthält viel Geist und halt Mana, den sollte ich definitiv mitnehmen. So. Was anderes gehört. Forstkammer geleert. Man erzählt sich ja so einiges. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Mich fragt. Toll. Das ist doch alles nur Gerede. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Ha. Das ist doch lange bekannt. Gut. Im Hintergrund ist gerade etwas runtergefallen. Vor allem im Hintergrund spinnt gerade der Greenscreen wieder. Das nervt mich gerade. Ich hätte das anders gemacht. Mein lieber Greenscreen, würdest du bitte aufhören? Danke, bitte.
So, kommen wir an diesen Typen hier eigentlich vorbei. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Von selbst ist er nicht. Talamon sieht übrigens so ein bisschen aus wie ein, wie Satoras. Ist er mir ja nicht immer noch sauer wegen seinem Hammer? Man weiß gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Nö, anscheinend nicht. Na gut, kann ich mich an Talamon einfach vorbeihauen? Warte mal. Das will ich mal ausprobieren, was der da bewacht eigentlich. Das finden wir bestimmt nochmal raus, aber. Das kann ich ja bestimmt früher erfahren, indem ich hier einfach Feuerring auf ihn draufzaubern, dann ist er auch tot. Das reicht bestimmt nicht für ihn, oder? Wenn er das nicht sieht, kann ich. Versuch das nicht nochmal, Bürschchen! Penner! Es sollte mir zu denken geben, dass Talamon den Feuerring weggedenkt hat. Aber ich glaube, er kann einfach nicht sterben. So wie es aussieht. Weil alles andere ist, glaube ich, gestorben oben. Nur er nicht. Genau das habe ich auch gesagt. Ach, verdammt. Aber irgendwann gab es auch nicht XP, wenn ich das einmal hier das komplette Feld töte. Hallo, Botting. Wollen wir direkt mal testen. Kann ich die nutzlosen Priester des ewigen Feuers vielleicht für meinen. Niemand darf gegen die für einen kleinen XP-Boost benutzen? Ich habe was anderes gehört. Meint er, bündest du dieses hier schon durch? Nein, hat er nicht. Glaubst du wirklich? Okay, also die wichtigen NPCs können leider nicht sterben. Ich bin nur mal. Ich suche eine Kleidung für den Eremiten und dachte, ich habe die hier irgendwo verkauft. Offensichtlich habe ich das nicht. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Und. Also, vielleicht habe ich das und die haben es nicht mehr angeboten. Ich weiß es nicht. Und ich bin jetzt so gut wie jeden Händler durchgegangen, den ich irgendwie finden konnte. Und keiner hat diese dumme Kleidung. Weil ich möchte ihn ja auch nicht. Ich möchte ihn halt nicht die Wassermagier-Rüstung geben. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr entsinnen, wer noch diese dumme Rüstung haben könnte. Weil eigentlich. Verkauft haben muss ich sie eigentlich hier, weil wo ich denn die Feuermagier-Robe hatte, habe ich die bestimmt hier vertickt. Aber keinen, mit dem ich desideriert habe, hatte irgendwie was in der Richtung Moneybrot. Ich würde auch eine neue kaufen, aber Orlan verkauft mir auch seine dumme Lederrüstung nicht mehr. Karas? Hey, du! Zeig mir. Das ist nicht jetzt so das größte Angebot der Welt. Naja, okay, wir lassen das. Ich glaube, der Plan mit der Kleidung ist sehr viel geschlagen. Ich könnte ja mal spaßeshalber ins Tal der Orks gehen. Mal gucken, ob ich da weiterkomme. Vielleicht bringt mir ein Kapitelwechsel. Also, ich glaube, das. Willst du einen Tipp? Ach, die finden sich schon die Kleidung von alleine, da bin ich mir sicher. Oder weißt du, wem ich meine Kleidung verkauft habe? Bei Korax, wie auch immer der Typ eigentlich hieß, hatte nämlich keine dabei. Bei dem habe ich das gedacht, dass er die hat. Oh, mein Handy bimmelt. Das ist ärgerlich. Ich hasse es, wenn das passiert. Ah, nichts Wichtiges. Das ist mal so aufregend. Das ist genau wie mit Briefen. Früher als Kind hat man sich irgendwie über so Briefe gefreut. Kann ich mit ihm handeln? Warum schreibst du ja nicht hinter jedem deiner Worte mal einen Kappa? Zeig mir. Oh, der hat auch noch Tränke im Angebot. Könntest du nicht ihn los? Ja, aber ich habe das Zeug verkauft. Sonst gibt es in der Stadt noch einen Ort, einen Thron, der 6 oder 7 Kleidungen sind. Ich mag Kappa. Aber du hast doch so viele andere Emotes. Würdest du zum Beispiel mehr subben? Und dennoch 7 andere Leute. Könnte ich sogar noch nie Emote hören. Wenn du mehr subben würdest, könntest du das wunderschöne Burn-Buak benutzen. Oder das ist Burnu Jumpy. Das ist auch großartig als Kappa. Das ist einfach überlegen, sag ich mal. Das ist bei weitem. Idealerweise wäre möglichst in einer Welt, wo ich alle 5 Emotes, alle 4 Emotes, die ich habe, einfach alle benutzen kann. Warum erfahre ich das jetzt erst? Und die komischen anderen Emotes, die es noch von meinem Channel gibt, dass die irgendwie, keine Ahnung, die Gold-Varianten sind, so wie das alleine, aber ich habe nicht genug Emotes-Slots. So, aber hier Truhe. Ich weiß ja nicht so richtig, welche meine Truhe ist, ne? Also ich habe hier, glaube, das hier ist irgendwo mein Zimmer, aber keine Ahnung, welche hier meine Truhe ist. Wenn nicht gerade meine Truhe heißt mit Ausrufezeichen. Was? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen? Das Zimmer daneben ist deins. Ach, hier, das hier. Das hätte ich dir vorher sagen können. Auch so ein wunderschönes Vestibül habe ich abgekriegt. Gut, dass ich mir bis jetzt mein Zimmer schon mal angeguckt habe. Ich kann eh nichts brauen. Mana-Essenz.
Zu wenig Rohstoffe. Zu wenig Rohstoffe. Ja, toll. Oh, hat dir irgendjemand das Willkommensgeschenk, ein Mana-Trank auf mein Bett gestellt? Das ist ja lieb. Naja. Herbe Enttäuschung. Ich habe eventuell mein Zimmer doch schon geplündert. Aber ich habe meinen eigenen persönlichen Ruhmtisch. Na ja, gut, das brauchen wir. Ich habe nicht random was erlernt, was ich im ersten Kreis machen kann. Tja. Schönes Zimmer eigentlich, vor allem mit allem drinne. Ist wirklich luxuriös und großartig. Aber leider. Also richtig viel mehr Rekruten könnt ihr ja auch nicht aufnehmen in dem Kloster, ne? Das wäre sofort überladen. Na gut, also hier fehlen mir die Klamotten. Ich bin ganz deiner Meinung. Ach komm, ich mache jetzt einfach mal auf ins Minental, gucken, ob ich da irgendwie weiterkomme. Weil an sich gibt es ja das DLC gar nicht. Also im normalen Hauptspiel hätte es das nicht gegeben. Das Laufen bloß nicht mehr, ne? Jetzt so ein kleines Flugmount oder so. Geht es hier nicht bei Gothic 2 irgendwie um welche Drachen? Die kann man doch bestimmt als Flugmount benutzen, ne? Das hat der WoW damals noch in Gothic abgekupfert. Mit dem über die Welt fliegen. Ich bin mir sicher, dass das Spiel bietet das hinterher. In einer Truhe war die Kleidung nicht bei einem Händler. Ach so. So meinst du, das ist die... Na gut, das ist ja... Ich habe jetzt bestimmt wieder nicht alle Kluten gelootet, die ich looten könnte. Ah, naja. Wir kriegen das schon noch hin. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Siehst du, ich könnte es auch an irgendeinem ich einen Jäger verkauft, dann fällt mir gerade wieder ein. Ach, so viele Möglichkeiten. Ach, es ist so schlimm. Ach. Jammer. Wir kommen ja zum schnellsten Minental, Quicksave. Ja, du kannst mit deinen Fliegen, mit den Fliegen Corinus zerstören und der hätte Orks werden. Soweit ich weiß, verlieren die Menschen den Krieg doch eh gerade, oder nicht? Das ist ja, hier mit dem Minental ist irgendwie eine letzte Verzweiflungstat, oder nicht? Dass die hier überhaupt noch versuchen, irgendwie das magische Metall, was sie zum Gewinn ihres Krieges brauchen, abbauen. Weil sie irgendwie das nicht geschüsselt kriegen, den Krieg mit normalen Mitteln zu gewinnen. So findest du das hier eher. Also, was war ich gesagt? Wenn ich da oben lang renne, komme ich, glaube ich, schneller hin, oder? Aber es wäre cool. Aber ich glaube, das würde die technischen Möglichkeiten komplett überfordern, des Spiels. Obwohl es auch lustig wäre, wenn du... Das wäre nicht lustig, es wäre ein unfassbar teurer Scherz und total unpassend. Wenn du so ein Spiel hättest, das so aussehen wie Gothic 2, auf einer modernen Engine machen würdest, und so die erste Hälfte des Spiels würde halt genau so aussehen, und dann gibt es irgendwie auf einmal einen Effekt, der in 1000 Jahren nicht, so wie zum Beispiel wie so Drachen fliegen, oder auf einmal irgendwelche dynamischen Bewegungen, Veränderungen, die so nicht möglich gewesen wären. Das ist natürlich auch ein Konzept für ein Spiel, das zuerst ein Pixel... Das hatte das nicht sogar... Wie ist es denn? Saints Row hatte das doch. Da hast du irgendwie erst ein Pixel-Grafik gespielt, und dann ist die Grafik immer besser geworden. Bzw. immer schlechter, je nachdem, was sie gemacht hat. Das wäre quasi das gleiche Konzept, dass du halt irgendwie erst so anfängst mit irgendwie Gothic 1 Grafik, dann kommst du in dieses Kapitel, sieht die Grafik besser aus, dann kommst du ins dritte Kapitel, auf einmal sieht die Grafik viel besser aus. Hätte übrigens auch den Nachteil von der Spielentwicklung noch, neben der Tatsache, dass du die Grafik-Engine, die gute dazu kriegen musstest, die Grafik so aussehen zu lassen wie das hier, dass du bestimmte 3D-Texte und Zeug immer wieder mal machen müsstest. Ist ja bestimmt anstrengend. Wo sind denn hier die Wachen am Tor hin? Sind die krank? Ah, ne, sind sie. Ich war kurz beunruhigt. Der Krieg ist noch lange im Gange. Ich hab von der Zeitschiene des der Gothic-Lore keine Ahnung. Ich habe mich einen Tag erst wieder mit Elder Scrolls-Lore. Oh, eine Steintafel. Finde ich wahrscheinlich schlimm, okay. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Ja, dafür bin ich ja ein Priester Innos, nicht wahr? Oder? Wie ist die Lage? Alles ruhig. Wir haben die Situation im Griff. Na denn? Das kann schon schief gehen. Das Minental. Zur Gefängniskolonie. Das sieht jetzt schon wie ganz schön elend aus hier. Ich nehme mal nicht an, dass ich hier noch einen Teleporter finde. Ah, oh, wilde Wölfe. Die auch hier oben. Ich könnte vielleicht mal meine bessere Rüstung anlegen, fällt mir gerade so ein. Wo man die gerade ist. Rüstung. Da.
nichts zu holen. Ach ja. Aber bis jetzt ist das Minental wirklich sehr lebensbejahender Ort und ziemlich easy. Also das hält mich ja nichts auf hier. Was ist das hier für ein Tünn? Oh, ich finde die erste Höhle. Was soll schon schief gehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwie irgendwas auf mich lauert, wie zum Beispiel eine Riesenratte. Das hasse ich übrigens, dass du die nicht. Also musst du kannst nur den anvisierten Gegner treffen. Und nicht den. Die Gegner, die einfach vor dir sind, egal, unabhängig von dem, was du anvisierst. Da ist nichts zu holen. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Ne? Da ist nichts zu holen. Das ist der Pass zum Minental. Achso. Also das Minental ist also, das ist noch gar kein Problem, weil es ja nur der Pass. Ich verstehe. Ich höre schon wieder Wölfe, aber ich sehe keine. Stimmt da unten. Bis jetzt scheint es ja nicht recht flauschig. Oh nein, Gorbos. Ziemlich viel sogar. Warte mal. Da könnte ich jetzt zumindest mal. Das waren nur die schwächeren Gobbles, weil die sterben vom einfachen Feuerfall. Die hätte ich vielleicht auf den Nahkampf-Tod gekriegt. Nichts zu holen. Wenn ich mir Mühe gegeben habe. Bei Minta hast du erst einen Ladebildschirm? Ach so, also das ist ja quasi auch nochmal seine eigene Region. Die Gobbles waren jetzt, die hatte ich irgendwie stärker in Erinnerung. Oh, Tränke. Hervorragend. Schürhaken? Wurde der Arme betroffen, da mit einem Schürhaken erstochen? Oh mei. Das ist quasi der geheime Weg ins Minta. Wenn du unten weiterläufst, kommt eine Milliarde Orks und kloppen dich um. Cool. Das ist ja total erfreulich. Links. Rechts. Rechts. Eindeutig. Das mit der 1 Milliarde Orks probieren wir mal aus. Wenn die alle auf einmal kommen und in entsprechender Entfernung von mir stehen, habe ich ja meine absolute Geheimwaffe und kann die ohne Probleme auslöschen. Denn wenn du richtig, wenn du nachher richtig AOE-Spells kannst, kannst du da unten rennen, durchrennen und XP farmen. Das ist nur einer, aber. Ja, scheiße, das lohnt nicht. Also ein Ork kriege ich ja auch tot. Das ist ja nicht so das Riesenproblem. Eine ganze Horde. Die Horde rennt. Sie macht eine Schniede. Oh. Sind so um die 15 Stück, glaube ich. Oha. Das Problem, was mir letztes Mal begegnet ist, als ich versucht habe, Orks umzuhauen, ist, dass ich die mit den, dass die mit Feuerregen alle sterben würden. Das, aber leider, das Feuerregen ja halt eine Cast-Zeit hat. Und bis es fertig ist, ist es zu spät. Oh, okay, also es fängt mit rechts an. Langsam mache ich mir Sorgen um meine Dietrich, die ich noch habe. Ich habe leider in der Stadt keine nachgekauft. 15 Orks. Da unten stand zumindest einer. Einen würde ich gut tot kriegen. Ein Ladebereich. Also ich habe jetzt offiziell das Minental betreten. Sehr schön.